Das ist jetzt der Teil 13 von Agrarplan. Und bevor ich auf das Schulsystem drauf gehe, möchte ich eine Message zu Erdogan. Und ich möchte, dass er das nicht blockiert, weil da ist er nicht besser als Hitler, wenn er das blockiert, und kann nicht zu Allah gehören, wenn er das blockiert. Er hat genug Videos damals von mir blockiert, von Geschichtsthemen, die ich bearbeitet habe. Und die werde ich jetzt nicht alle wieder drehen, die tausende Videos, aber das waren Geschichtsthemen, die er verheimlichen versucht. Er hat gesagt, in seinen Interviews werde ich unten angeben, dass nur die Juden Kirchen abfackeln. Und deswegen die Juden jetzt Faschisten sind, weil nur die Juden Kirchen abfackeln. Ich sage nur eins, Erdogan. Im Koran steht geschrieben, im Koran: Vor Allah, vor Gott bleibt nichts im Dunkeln. Allah weiß jeden seine geheimen Gedanken und Taten von Anfang an, Gründung der Erde bis zum heutigen Tage, sogar die Zukunft weiß er, seine eigenen Taten, die noch nicht leben, sind niedergeschrieben bei den Propheten. Er weiß alles. Und Allah hat mir als Prophet all die Taten offenbart, von Anfang an bis zuletzt, diese Taten, die Gräueltaten, die in Geheim bleiben und diese bis heute verstecken versuchen. Aber es steht auch im Koran geschrieben, dass am Ende der Tage ein Mädchen kommt, die die Karten jeden offenbart, die Karten niederlegt und all die Gräueltaten und all die Schandtaten von jedem offenbaren wird. Offenbaren heißt auflegen, aufdecken kann, weil sie alles weiß. Und ich sage nur eins, was Geschichte ist, mehr werde ich nicht sagen. Es kann ja jeder selber lesen, das Buch von Ekrem Çelebi. Das Buch, wo die Türken damals ganz Ungarn erobert haben, das ist nicht meine Straftat und nicht meine Fantasie, das ist Weltgeschichte. Haben sie alle Kirchen und Tempels abgefackelt, Leute umgebracht und haben alle Kinder weggeraubt, in Haram vergewaltigt, und ihr Plan nach wollten sie danach alle in Österreich, alle Juden und Christen umbringen. Und danach in Deutschland und ganz Europa alle Juden und Christen umbringen und alle Kirchen abfackeln und Tempels abfackeln und den Halbmond drüber hängen. Und das geht an alle Mohammedaner. Hier ist eine Schure, aber wenn Sie mal Ihren Koran lesen würden innerhalb 20 Jahre, ich habe den Koran in 3 Tage gelesen. Ich habe den Koran in 3 Tage gelesen, neben der Arbeit. Ich habe tagsüber Pferdeställe gemistet, Gerichtsleute und mich mit Polizei halt auseinandersetzen müssen und noch Bäume gefällt. Und nur abends hatte ich Zeit. In 3 Tagen habe ich den Koran gelesen, in 3 Sprachen. Und das steht unter diese Schuhen, aber unter mehrere Schuhen, was ich unten angeben werde, dass Mohammed befiehlt und sagt, dass alle Christen, alle Juden zum heiligen Volk gehören, die an Gott glauben und Moses Gesetze einhalten. Tut nie ein Christen und Juden ein Haar krümmen, weil die gehören auch zu dem lebendigen Gott, dem einzigen wahren Gott von Moses. Er hat das befohlen, dass man die Christen und Juden anerkennen muss, weil sie das heilige Volk sind. Warum habt ihr jahrelang dann sie ausgerottet? Habt ihr überhaupt mal einmal den Koran gelesen? Und Mohammed hat nicht nur das gesagt, sondern Mohammed hat auch gesagt, dass Gott jede Seele erschaffen hat. Gott hat auch die Tiere erschaffen. Er hat sogar ein Gesetz rausgegeben, dass man sogar unschuldige Tiere nicht töten darf, was sie in Mekka vielleicht jetzt noch einhalten. Sie töten, glaube ich, bis heute in Mekka nicht mal Tiere. Weil Mohammed hat gesagt, man darf nur Tiere töten, wenn man die wirklich isst, auch, aber nicht aus Langeweile oder so. Also Tierschänderei hat er verboten. Man darf sie nicht mal schwer belagern und dadurch schunden.
Und das ist Moses Gesetz. Mohammed hat versucht, euch Moses Gesetz zu erklären. Moses hat gesagt, als Hetzjagd darf man kein unschuldiges Tier töten, nur wenn du Hunger hast und das wirklich für deine Familie schlachtest. Aber kein unschuldiges Tier darfst du töten. Das ist Moses Gesetz, Allahs Gesetz. Ihr wollt einen Propheten belehren. Wer einen Propheten belehren will, der will Gott belehren. Und das ist eine Todessünde. Ihr könnt nicht Gott belehren. Ihr müsst dem Propheten, dem Messenger folgen, den Gesandten folgen, wie Mohammed gesagt hat, und alles befolgen, was der Gesandte euch sagt. Und nicht widersprechen. Wer widerspricht, ist der Widersprecher Satan. Der will Gott belehren. Das ist Todessünde nach dem Koran nach auch. Der hat ja nonstop gesagt, Gott sendet viele Messenger, Gott sendet nonstop Propheten und Messenger und Gesandte. Ihr müsst sofort den folgen und nicht widersprechen und nicht den lästern. Und wenn ihr den nicht folgen könnt sofort und lästert, dass er eine Wahnvorstellung hat, das hat Mohammed selbst niedergeschrieben. Die Besessenen werden dann zum Propheten sagen, er leidet einen Wahn oder einen Zaubertrunk, er ist besoffen. Was redet der hier? Den werden wir halt besteinigen. Und diese Leute wird Gott nie auferstehen lassen, wer den Prophet schlecht macht und sagt, der hat eine Wahnvorstellung oder ist besoffen. Das hat Mohammed extra niedergeschrieben. Wer sowas macht und einen heiligen Mensch, einen Propheten blöd macht, der ist von Satan. Ich will jetzt die Geschichte ganz kurz erklären. Das ist der 13. Teil über Schulsysteme. Ich habe in meinen Büchern geschrieben, dass ich bemerkt halt als Lehrerin, und nicht nur ich habe das bemerkt als Lehrerin, sondern mehrere ältere Leute haben gesagt, dass heutzutage das Schulsystem immer mehr Schulen gibt, immer mehr lernen die Kinder da, die sitzen 10, 20 Jahre in Schulen und wenn sie dann aus den Schulen rauskommen und arbeiten gehen, sie können zwischen Gabel und Messer nicht unterscheiden. Die haben kein Praktikum, also das heißt nur lexikalische Daten hier, lexikalische Daten, aber können diese lexikalische Daten nicht umsetzen. Das werde ich jetzt ganz kurz erklären. Früher, wenn das jetzt ein Dorf ist, das Runde ist ein Dorf, da ist die Hauptstraße in ein Dorf, egal wo, Ungarn, Deutschland, Türkei, egal wo. Das war früher so, ganz früher war das wirklich so, weil ich auch Geschichte studiert habe. Früher war nur eine Grundschule in jedem Dorf. Die Grundschule war max 5 Jahre alt, max 5 Jahre, also von 1. Klasse bis 5. war nicht mehr. Da haben sie Lesen, Schreiben und Mathe gelernt, mathematische Rechnung und ein Grundwissen. Grundwissen, Grundschule, das kommt daher, Grundwissen, Grundschule. Die war max 5 Jahre, es war in jedem Dorf so, auch in Deutschland, in Ungarn auch so, überall. Nach den Grundschulen gab es für Frauen oder solche Männer, die halt keinen Beruf erlernen wollten, die irgendwie gut waren in Schreiben oder im Büro oder später dann halt im Büro oder irgendwelche Wirtschaftszweige arbeiten wollten im Büro, da gab es eine Wirtschaftsschule, Wirtschaftsschule, wo sie Kochen, Lesen und Büroarbeit und Wirtschaft studiert haben, aber auch noch nur max 5 Jahre. Und die meisten waren Frauen, die halt im Büro arbeiten, als, wie heißt das, Rezeptionist, also Bürokratie und so, und die halt Wirtschaft und Kochen, Lesen und so, die sind von Grundschule in diese Wirtschaftsschule gegangen. Aber die Männer, die was Kraft hatten, wollten halt später einen Männerberuf erlernen und da gab es noch keine verschiedenen Schulen, ganz früher, vor 300 Jahren rede ich jetzt, da gab es C oder Meisterleute, das war ein Schuhmeister, da war ein Schmied, da war ein, was weiß ich, Gärtner, der Bäume gefällt hat, Gärtner und auch Felder hatte. Und hier war zum Beispiel irgendein Männerberuf, Glockenguss,
der sich mit Glockenguss, also Kirchen gebaut hat, Baumeister, Baumeister, Baumeister. Die waren alle schon Meister und hatten eigene C, hat man das genannt, C-Heck, C-Heck. Und dann, also hier in der Grundschule hat man sich ja schon orientieren können, also man hat ein Grundwissen gehabt, mathematisches Grundwissen, Schreiben und Biologie, also ein Grundwissen hatte man hier gelernt. Und jeder musste sich entscheiden, was für einen Beruf ihn interessiert. Aber er hat dann keine Schule gewählt, das war der Unterschied, das war der Unterschied. Er hat dann entweder da, wenn er schreiben wollte, Wirtschaftsschule, wo Schreiben, Kochen, Lesen weiter auf speziellen hohen Niveau weiter unterrichtet wurde. Aber wenn er ein Arbeiter, ein Meister werden wollte, da hat er gesagt, okay, ich will was mit Eisen zu tun haben, ich will Schmied werden, weil ich Kraft habe. Ich kann den ganzen Tag rumhämmern und mich interessiert das. Und da ist er nicht in eine Schule gegangen, der ist als Lehrling, 1, 2, 3 Jahre als Lehrling, wurde da eher eingestellt. Und dieser Meister, der schon hier gearbeitet hat, hatte schon ein paar andere Meister und Lehrlinge, hat in 3 Jahren alles dem beigebracht. Alles, alles. Und der hat das auch ausprobieren können und dann hat er einen Lehrlingsbrief bekommen, Lehrlingsbrief. Und nach 5 Jahren, wenn er schon 5 Jahre überall gearbeitet hat, in jedem, weil Schmied, man kann Tore schmieden, Eisen schmieden, man kann Tiere schmieden, man kann vieles aus Eisen machen. Wenn er alles wusste, alle Zweige wusste, was man mit Eisen machen kann und selber auch das professionell herstellen konnte, hat er einen Meisterbrief bekommen von dieser Fabrik. Meisterbrief. Meisterbrief. So, und das war seine Schulausbildung. Und dann konnte er professionell alles machen. Und er hat nebenbei auch Minimallohn bekommen, aber er hat auch diesen Beruf gleich ausgeübt und alles gelernt. Und er weiß alles, wirklich. Er hat den Meisterbrief nur dann bekommen, wenn er wirklich alles wusste. Aber heutzutage, und das war genauso, hier, 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 die waren erst ein paar Jahre Lehrlinge, haben aber nebenbei gearbeitet, also in ihrem eigenen Beruf auch und Büro schon gearbeitet. Und dann hat der Chef gesagt, du bist jetzt perfekt in allen Dingen, allen Zweigen, dann kriegst du einen Meisterbrief. Und so war das. Heutzutage ist es nicht so. Und da denken die, dass sie viel klüger sind, kann sein, dass sie mehr lexikalische Daten haben. Heute geht jemand, heute in irgendeine Schule, Berufsschule nennen die das, Berufs. Schule, da schicken die Kinder nicht im Praktikum. Die haben max 3 Monate Praktikum irgendwo. Aber die gehen in eine Schule, tun da studieren, jahrelang, 10, 20 Jahre lesen, lesen, lesen. Das ist wunderbar. Aber das Praktikum wird immer abgekürzt. Und dann kommen die nach 10 Jahren raus, haben nur gelesen. Und dann will ein Automechaniker eine Firma, die einstellen, da stellen sie sie zu einem Auto und da kann niemand Reifen wechseln. Obwohl er 10 Jahre da Bücher geleckt hat. Und das ist kein Science Fiction, was ich sage. Also in unserem Dorf war das so. Und jeder Mann hat das selbst gesagt, dass heutzutage die Kinder immer dümmer, 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 dümmer werden. Die sitzen nur in der Schule, die wissen zwar vielleicht lexikalische Daten. Ich weiß nicht, was heutzutage da für Stoff abgegeben wird, aber das Praktikum fehlt und die können nichts. Und da muss dieser Meister praktisch alles von vorne anfangen, als wäre er gar nicht in die Schule gegangen. Und das ist eine verschwendete Zeit. Es ist eine verschwendete Zeit. Man könnte das wenigstens halbieren, wie in der DDR. In der DDR war da noch hinten ein Garten vorhanden, wo man wirklich in der Schule jeden Tag Gartenarbeit gelernt hat. Da war noch hinten ein Werkstatt, wir haben Werkelstunde gehabt, Werkstatt, wo wir jeden Tag technische Dinge gehammert, gesägt, alles haben wir gemacht. Und da war noch nebenbei eine Küche, wo man als Koch und verschiedene Lebensmittel alles gekocht hat, auch geschnittene Rezepte, nicht auf dem Papier nachgeleckt, sondern das in Original nachgekocht hat, geschnitten, gehackselt, alles. Die haben das versucht, noch in der DDR dieses System
zusammenzuarbeiten, dass er auch das Praktikum hat. Und heute gibt's diese ganze Scheiße nicht mehr, nur noch Papierlecken. Und dann, wenn sie im Büro gehen, ja, da sagt dann Elon Musk, es ist das scheißegal, es machen eh dann alles Roboter, weil die brauchen keine Menschen mehr. Ja, fraglich ist, wenn man keine Menschen und Arbeiter mehr braucht, was machen sie dann mit den 7 Milliarden Menschen, wenn sie dann die 7 Milliarden Menschen nicht mehr brauchen, sondern alles mit Roboter ersetzen wollen? Und dann kommt ein Bill Gates. Und weiter will ich nichts mehr sagen. Punkt. Und ich meine, Gott hat den Mensch erschaffen. Allah hat den Mensch erschaffen und Allah hat verboten, wer Gottes Gesetz weiß, man darf nie Baals, Roboter anbeten, das sind keine Menschen, sondern man soll den Mensch anbeten, Gottes schaffen und den unterstützen. Und wer jetzt hier so Davos-Pläne macht, man soll alles mit Roboter ersetzen und die Menschen sind alles nutzlos. Ja, da sollen sie alle umbringen und nur Roboter einstellen. Die hungern nie, die frieren nie, die braucht man nicht bezahlen. Aber haben Sie mal daran gedacht, wenn Sie Wirtschaft studieren schon, wenn Roboter überall arbeiten, das Produkt stellt dann Roboter überall her, die werden einprogrammiert, die brauchen nicht mal Übung haben, die werden alles einprogrammiert, brauchen gar nichts, nicht mal lesen, den braucht man auch nicht zahlen, wunderbar, nicht mal Urlaub geben, nicht mal Rente geben. Aber das Produkt, was der Roboter da irgendwo macht, das Produkt, an wen verkaufen sie diese Produkte, wenn alle Leute dann minimiert werden und zu Hause nur Rentner sitzen und ein paar Sozialempfänger, die keine Arbeit haben? An wen wollen sie diese teuren Produkte verkaufen, wenn dann alle Sozialgelder bekommen? Das ist die Frage. Weil wenn die Leute keine Arbeiterklasse mehr gibt und kein Cash haben, da machen sie mit der Roboter umsonst Scheißprodukte, produzieren sie mit Roboter Autos, Sozialempfänger. Und je weniger Leute es sind, die sie am Leben halten wollen, desto weniger wird konsumiert und sie werden nicht diese Produkte von den Robotern abkaufen können, weil sie kein Geld dafür haben. Das ist Wirtschaft. Und das ist, wenn Sie das logisch überlegen, Sie können dann überall Roboter einstellen. Aber es hat keinen wirtschaftlichen Hintergrund, weder Nutzen. Sie können sehr teure Produkte herstellen mit Roboter, ist wunderbar. Aber wenn die Leute keine Arbeit haben oder nur minimal Lohn bekommen, Bürgergeld oder ein Grundeinkommen, von diesem Grundeinkommen werden sie nicht diese teuren Autos kaufen können. Wenn jeder Mensch Grundeinkommen wenigstens 3000 Euro hat, wie ich ausgearbeitet habe, da kann man in eine Familie jeden Monat 6000 Euro bekommen. Jeden Monat. Ich habe gesagt, Strom und alles ist umsonst. Auch die Arbeit, Kosten mit Benzin, wenn er wirklich arbeitet, ist umsonst. Aber wenn er in Urlaub fährt, dann nee, da muss er das Benzingeld zahlen. Aber trotzdem, in einem Monat kann man von 6000 Euro, wenn man zusammenlebt, sehr viel sparen. In einem Jahr schon sehr viel und in 10 Jahre können Sie da 100.000 Euro sparen und schon ein Auto zum Beispiel kaufen. Aber wenn jeder nur ein Grundeinkommen bekommt, weil keine Arbeit mehr vorhanden ist, da wird das Grundeinkommen nur für Lebensmittel konsumiert und Sie können überhaupt nichts sparen. Wer kauft dann ein Tesla-Auto ab? So primitiv erklärt, wer keine Wirtschaft studiert hat. Wirtschaft funktioniert nur das Konsum heißt einkaufen, wenn ich den Leuten Arbeit gebe und Gelder gebe, dass sie konsumieren kann. Aber wenn ich den Leuten keine Arbeit gebe, kein Geld dazu, nur so Fraßlohn, da wird er nur wie ein Roboter selber, nur wie ein Gefängnis, nur ein bisschen Fraß kaufen, aber er wird nicht konsumieren, weil er kein Geld dazu hat, weder Arbeiter, die Roboter arbeiten. Ja, die Roboter stellen dann Autos her. Wer kauft dann diese teuren Autos ab? Der Sozialempfänger. Sie leiden an einer Wahnvorstellung. Will auch auf das Grundeinkommen auch zurück und wie die Rente ich ausgearbeitet habe. Die Rente ist auch in mein, also ich habe alles ausgearbeitet und die Überproduktion, wie man die stoppen kann.
Zu der Überproduktion will ich noch was sagen, schnell, bevor ich auf den Teil 14 drauf gehe. Ich werde das jetzt ganz kurz erklären, wie Überproduktion entsteht. Auch durch Roboter, auch wenn man die Leute nonstop arbeiten lässt und nur produziert, produziert, da wird eine Überproduktion, was man nicht verkaufen kann. Und da wird die Ware wertloser sein und alles wird verfaulen oder kann man wegschmeißen oder halt sehr billig dann verkaufen unter dem Preis, wie man es produziert. Das heißt, kurz gesagt, wer Wirtschaft studiert hat, wenn das ein Dorf ist, ich will das immer in Mikro, in klein erklären, bevor ich Makro die ganze Weltwirtschaft erkläre. Immer das kleinste Molekül, Mikro wirtschaftlich erklären, bis ich in Makro das Ganze erkläre. Aber das können Sie dann selber in Gedanken auf die ganze Weltwirtschaft drauf lagern. Das ist ein Dorf. In dem Dorf, ich mache jetzt ganz kleine Zahlen, dass Sie das dann selbst checken. In einem Dorf leben jetzt hier 100 Leute. 100 Leute leben in dem Dorf. Da ist eine Schuhfabrik und die sucht Arbeiter zum Schuhe produzieren. So, wenn 100 Leute in ein Dorf leben, da brauchen die pro Jahr, weil pro Jahr kaufst du Schuhe. Gute Schuhe kann man alle 2 Jahre kaufen, weil die werden vielleicht länger haltbar, aber man kauft schon jedes Jahr Minimum ein Schuh. Also braucht man 100 Schuhe für jeden Bürger. 100 Schuhe braucht man pro Jahr. Also das ist das Minimum. Wer halt dann reich ist oder so, kann ja auch 2 Paar Schuhe pro Jahr kaufen, auch sogar 3, aber das ist das Minimum. Jeder kauft in ein Jahr einen Schuh. Und da sind ein paar Arbeiter, sagen wir mal 10 Arbeiter oder 10 Roboter, ist mir scheißegal, von Elon Musk, die Bars, die produzieren 10 Stunden oder bis 12 Stunden jeden Tag Schuhe, 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 jeden Tag, und in einem Jahr, weil sie jeden Tag produzieren, die produzieren in einem Monat sogar 100 Schuhe, in einem Jahr tausende Schuhe in einem Jahr, weil sie nonstop produzieren, der denkt so, je mehr ich produziere, je mehr ich die Arbeiter racken lasse von Tag bis nachts und früh, desto mehr reicher wäre ich dann, reicher. Ja, jetzt hat er, sagt man mal, in einem Jahr 10.000 Schuhe, sagt man mal bloß, weil er nonstop die Schuhe produziert hat. Aber in einem Jahr braucht jeder nur 100 Schuhe. Max, sagt man mal, wenn jeder 2 Schuhe kauft oder 3, Max 300 Schuhe, dann gehen die rein, kaufen 1 Paar, manche kaufen 2 Paar, manche 3 Paar. Da hat er trotzdem hinten im Hintergrund im Lager dann Überfluss, was da gelagert wird, was er nicht verkaufen kann. Da lagert er dann die Schuhe in diesem Jahr, diese Modelle. Jedes Jahr hat er neue Modelle, neue Mode, lagert er hier, die er nicht verkaufen konnte. Nächste Saison produziert er weiter Schuhe, Schuhe, Schuhe. Die neueste Mode kommt rein. Und das kann er auch nicht verkaufen, alles, und lagert wieder hier. Und da geht das dann so, dass das ganze Lager schon vollgestopft ist. Es geht auch bei Autos, nicht bloß bei Schuhe. Und keiner kauft dann diese Ware mehr ab, weil es schon altmodisch überlagert ist und das kann er dann wegschmeißen. Und er geht dann in Minus, Minus, Minus. Und das nennt man Überproduktion. Und Karl Marx hat gesagt, er hatte sehr gute Ideen, jetzt nicht alles, aber ich habe ja gesagt, ich habe ja mehrere Bücher gelesen, nicht nur Karl Marx, und dieser Plan ist von Gottes Weisheit. Aber Karl Marx hat das schon bemerkt, weil Engels, sein Freund, hatte Fabriken. Und der hat auch nonstop über 12 Stunden die Leute gerackt. Und Karl Marx hat in seinem privaten Schreiben mit Engels mal so geschrieben, wenn du immer mehr die Arbeiter racken lässt, da gehen sie nicht nur bloß kaputt und kannst dann Rente, Invaliderente noch zahlen und so weiter, sondern es wird eine Überproduktion sein. Und er hat vorgeschlagen, den Engels, dass seine Ware nicht hier hinten staubig und lagert und überlagert und dann wegwerfen kann, hat er gesagt, tu die Arbeiter nur 8 Stunden einstellen, dass mal die Ware ein bisschen wertvoller wird und nicht dann überlagert wird. Und da brauchst du auch nicht mehr Lohn zahlen, sogar weniger. Und deine Ware kannst du auch verkaufen und da gehst du nicht in Minus. Und er hat das eingeführt, die 8 Stunden. Und
das soll jeder mal so begreifen, dass man das auch messen muss, wie viel Bürger das ist jetzt nur ein Dorf, aber wie viel Bürger in ein Land leben, wie viel Schuhe ich überhaupt dann produzieren brauche. Das kann man per Computer schnell ausrechnen. Ich würde da auch so eine Tabelle, ETI-Tabelle eingeben, wie viel Schuhe man braucht jedes Jahr in dem Land, und wie viele Schuhfabriken überhaupt schon vorhanden sind. Und wenn dann einer sagt, ich will noch eine Schuhfabrik eröffnen, dann muss der Computer automatisch sagen, Wahn, wir haben genug Schuhfabrike, wir brauchen aber Fleischer, die sind zu wenig. Und dann kann der Bürger selbst sagen, okay, da lohnt sich, da mache ich lieber eine Fleischerei, weil das ist noch nicht vorhanden. Das ist ein ganz einfaches System. Und da ist dann kein Konkurrenzkampf, sondern der Computer sagt, mach das nicht, weil das ist schon im Überfluss, aber wir haben dieses Geschäft noch nicht. Da lohnt sich rein investieren und dann geht keiner kaputt. Und das muss man auch verstehen, dass man nie nonstop produziert, sondern nur so viel, wie man auch verkaufen kann. Und das könnte ein Computersystem ausrechnen. Und ich habe das ausgerechnet in meinen Agrarplänen für mehrere Länder in Europa. Und dann, ja. Elon Musk will aber, und die verschiedenen Leute, die mich hassen, sagen Fresse halten. Er alleine will Millionär sein. Er alleine. All die Reichen denken nur an sich. Nur an sich. Elon Musk hat nie im Leben Jesus arbeiten lassen. Das ist nur bla 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 bla. Elon Musk denkt nur an seine eigene Tasche, an sein eigenes Fett und dass die Leute krepieren und dass er nur mit Roboter reich wird. Das ist den Scheißegal. Er denkt nicht, dass andere Leute dadurch ihren Arbeitsplatz verlieren und hungern und immer ärmer, ärmer sind. Hauptsache, er hat genug Mammon. Er schwimmt schon in Milliarden und andere kriegen 30 Euro Sozialgeld mit Kindern zu Hause und erfrieren zu Hause. Und er denkt, dass er ein Mann wäre. Er hindert mich und er hindert Gott, die Leute zu ernähren. Daran soll er mal denken.